Happy Birthday, Annette. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday, Annette. Auch ich hab. Ui, Annette Domkin, oder? Mama hat Geburtstag. Danke. Ui. Hör, Anne. Annette. Jawohl. Bravo. Oh! Wie Dame! Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserem Urlaub. Wir sind heute in Neapel. Hello! Und wie ihr unschwer erkennen konntet, habe ich heute auch noch Geburtstag. Wir sind das erste Mal in Neapel, das erste Mal auf einem Kreuzfahrtschiff und ich habe die Ehre, meinen Geburtstag zu feiern. Wir genießen jetzt unsere kalten Getränke und danach erkunden wir ein bisschen die Stadt. Jetzt ist der Vögel begeistert gegen die Tauben. Ben sana ne dedim? Sen babayı hiç dinlemiyorsun. Hepsi gelecek ayağımıza dedim. Die Mannschaft ist nach 32 Jahren Meister geworden und ich glaube, da ist immer noch Feierstimmung. Überall ist noch alles Ding geschmückt. Geschmückt, ja. Von Fenner hat letztes Jahr ein Spieler dorthin gewechselt und er war maßgeblich dazu, hat maßgeblich dazu beigetragen, muss ich sagen, dass sie Meister geworden sind. Und das, wie gesagt, nach 32 Jahren. Wir sind jetzt wieder am Hafen angekommen und oh mein Gott, schaut mal den Unterschied von den zwei Kreuzfahrtschiffen. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück an Bord, Gott sei Dank. Oh mein Gott, Leute, es war einfach so extrem heiß. Es hatte 36 Grad und ja, wir wollten einfach nur noch so schnell wie möglich aufs Boot zurück, weil uns auch ehrlich gesagt die Stadt nicht so mega gut gefallen hat. Gestern waren wir zum Beispiel in Rom, da war es richtig, richtig schön, hätte ich lieber in Rom gevloggt. Und den Tag davor waren wir ja in Manarola, so ein kleines Fischerdorf gewesen, da war es auch wunderschön. Aber weil es uns jetzt heute nicht so mega gefallen hat in Napoli, dachten wir, wir gehen wieder zurück auf Schiff und verbringen den Rest des Tages hier. Ja, wir sind jetzt gerade im Zimmer, ruhen uns ein bisschen aus, genießen unsere kalten Getränke. Ich habe mir auch direkt so einen kalten Frappuccino geholt. Arthur isst gerade sein Müsli und dann hoffe ich mal, dass er sein Mittagsschläfchen hält und wir uns ein bisschen ausruhen können. Und den Rest des Tages, denke ich mal, verbringen wir dann erstmal am Pool den Nachmittag, damit wir so richtig schön erfrischen können. Und dann werden wir noch sehen, was der Tag so mit sich bringt. Tauchen, tauchen, tauchen! Jawohl! Tauchen, tauchen! Oh, Alter hört Würfel mit Mama. Büyümüş küçülmüş her şeyi çok iyi biliyor. Hatay bak baba ayakta gol yapacak. Çekil.
Chicky? Chicky? Und? Ja? Diese Spiele? Doch. Napsenbaba? Napsenbaba? Gibt's hier was noch? Leute, wir haben auch drei schlafen gelegt und gehen jetzt zum Abendessen. Das ist übrigens mein Birthday Outfit. Hakan meint, ich sehe so aus wie Caesars Frau. Ich weiß auch nicht, ob nicht das... Caesars Frau. Caesar hat auch so einen Zopf, das nennt man das sogar ja, so. Ja, ich sehe römisch aus. Ja, genau, römischer Zopf. Das ist ein Kompliment. Ja, das ist auf jeden Fall freue ich mich richtig auf das Abendessen. Ich habe wie immer richtig und Hunger. Ich liebe das Abendessen, ja. Das schmeckt so lecker. Also schmeckt richtig lecker. Und es ist die einzige Tageszeit, Leute, wo wir wirklich entspannt sitzen können und einfach nur abschalten und chillen können, weil Arthur schläft. Voll geil. Ansonsten sind wir immer richtig auf Trab. Mal schauen, was es heute zum Essen gibt. Das ist die Vorspeise. So ein griechischer Tapas-Teller, ja. Oder? Und das ist das Hauptgericht. Es gibt Steak mit Grillgemüse, Kartoffeln und dieser Chimichurri-Soße. Das ist so eine Kräutersoße, die schmeckt so lecker. Das ist unser Dessert, beziehungsweise meins. Hakan hat was anderes bestellt. Ich habe so einen Apfel-Crumble mit Vanilleeis. Sieht so lecker aus. Ja, gell? Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu Tag 2. Wir haben gestern nach dem Abendessen ja nicht mehr viel machen können, weil außer ja ein Babywagen mit dabei ist und schläft. Deswegen sind wir wieder zurück aufs Zimmer gekommen und haben auch geschlafen. Ehrlich gesagt waren wir auch so kaputt, dass wir nichts anderes machen hätten können. Genau, wir sind auch schon wieder früh wach. Es ist 6.45 Uhr. Arthur malt gerade drinnen. Hakan hat uns Kaffee geholt, den wir jetzt auf unserem Balkon genießen. Heute ist übrigens unser letzter Tag und den werden wir komplett auf See verbringen. Wir fahren jetzt nämlich wieder zurück nach Barcelona und es dauert den ganzen Tag bis morgen. Also morgen in der Früh, so um 8 Uhr rum, glaube ich, oder? 8 oder 7 Uhr, ja. Ist die Ankunft dann am Barcelona Hafen und von dort geht es dann wieder am Flughafen und dann wieder zurück nach Deutschland. Hä? Ne oldu onu? Ne oldu anneciğim? Gel. Rüzgardan biraz çekiniyor. Gel oğlum, baba da burada. Gel. Gel. So Leute, wir haben uns jetzt schnell ready gemacht und gehen jetzt erstmal zum Frühstücken. Heute gibt es normales Frühstück, sonst haben wir immer Müsli gegessen und Arthur hat ja schon gegessen, deswegen gibt es für ihn jetzt noch Melone. Aha, Frischkäse an die Jim. Aha, jeblich. Und heute ist Action angesagt. Es gibt an Bord nämlich super, super viel zu unternehmen und die Aktivitäten haben wir uns extra für den letzten Tag an Bord aufgehoben. Es gibt sogar eine Rutsche, die fängt im 15. Stock an und man rutscht bis in den 6. Stock runter. Pack wieder cool rüber. Leute, ich habe jetzt gar nicht mehr aufnehmen können, weil wir ein bisschen im Stress waren. Heute ist unser letzter Tag und nach dem Flug haben wir alle noch gebadet. Ja. Nach dem Pool haben wir alle noch gebadet, dann mussten wir zusammenpacken, Koffer packen schon, weil die Koffer am Abend bereits abgeholt werden und dann haben wir es gerade noch so zum Essen geschafft, deswegen habe ich mich auch nicht mehr geschminkt. Genau, wir genießen unser letztes Dinner hier an Bord und danach geht es aufs Zimmer.